Als Unternehmer ist für mich Fachkräftesicherung nicht ohne Qualifizierung denkbar. Die Aufgaben und Prozesse in den Betrieben werden heutzutage immer komplexer, insbesondere auch, wenn man das Thema Digitalisierung berücksichtigt. Die Wirtschaft ist auf qualifizierte Mitarbeiter angewiesen. Teilqualifikationen bieten deshalb auch den Menschen noch eine Chance, die nach dem Ende der Schule keinen Berufsabschluss erwerben konnten und dies später im Leben noch nachholen wollen. Na, wir haben ein Fachkräfteproblem in Deutschland, daran kann man gar nicht vorbei. Das ist unterschiedlich von Beruf zu Beruf. Und wir als Bundesagentur für Arbeit sind sehr daran interessiert, dass Menschen zwischen 25 und 45 doch noch zur Fachkraft werden. Und das gelingt am besten, wenn man sagt, mache Schritt für Schritt. Es sind Menschen, die arbeitslos sind oder berufstätig sind und die sich auf einmal noch auf den Weg machen wollen und sagen, ich will es doch noch mal wissen. Denn wir beraten natürlich, die Unternehmen beraten, dass eine abgeschlossene Ausbildung möglicherweise auf dem Weg der Teilqualifikation doch der beste Schutz vor Arbeitslosigkeit oder auch der beste Einstieg in eine Karriere ist. Seit 2,5 Jahren begleiten wir jetzt die Initiative. Unser Job ist es, zu untersuchen, wie diese Pilotprojekte, die dann von einzelnen IHKs durchgeführt wurden, wie die funktionieren. Also was da genau passiert, wie das vor Ort verankert wird, mit wem da zusammengearbeitet wird, welche Teilnehmer erreicht werden. Ein spannender Befund ist eigentlich die linke Hälfte. Also wir haben knapp über die Hälfte, die älter als 35 Jahre sind. Wir haben sogar fast ein Fünftel, die älter als 45 Jahre sind. Und das ist ein ganz schönes Ergebnis oder auch ein interessantes Ergebnis, weil es einfach zeigt, dass Personengruppen erreicht werden, für die jetzt die erste Berufsausbildung nicht mehr in Frage kommt oder in der Regel nicht mehr in Frage kommt. Die Leute, die eine TQ gemacht haben, die sind ganz, ganz zufrieden. Also wir haben hohe Zustimmungswerte, positive Rankings von über 70%.